die Armreifübertragung zurückverfolgen. Sie kommen vom Norden. Wahrscheinlich von einer Anhöhe aus, denn ich kriege volle Signalstärke. Ja, keine Störungen. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht ein bisschen raus. Willst du helfen, oder? Hab ich doch. Ja, sehr gut, aber von der weiten Distanz, das juckt die da nicht. Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations 2. Mit Mario Let's Player. Ja, wir sind hier in Episode 2, ja. Kapitel gibt's ja nicht, das sind ja Episoden. Mit Claire und Moira. Und ja, Pedro Lombardi, der läuft hier einfach rum. Komm, der musste sein. Aber ja, ich muss auch irgendwie an den denken, wo ich dann seinen Namen gehört habe. Das soll jetzt nicht beleidigend rüberkommen, ne? Also wenn jemand so heißt, das ist schön und gut. Und hier schon das Haus? Vielleicht müssen wir da drin fragen, wegen der Batterie. Oh, was mach mal das. Nicht? Hier kommen wir auf jeden Fall mit Barry noch ja, lang. Ja, auf jeden Fall. Okay, das finde ich aber interessant, dass es da schon dran steht. Aber ich schau noch mal kurz rein, vielleicht brauchen wir hier. Ja, nach oben. Lass mal nach oben gehen, da war man nicht. Ich schau hier unten, vielleicht wurde es erst jetzt gespawnt oder so. Hier lässt erstmal eine Karte. Fischerdorfkarte. Ah, jetzt haben wir Map. Oder irgend so ein Knopf. Aber okay, hier war wahrscheinlich nur die Karte. Kannst du mich theoretisch die Fässer hier wegtun? Junge, Alter, kann der mal einmal weg. Kannst du mal einmal weggehen, ey? Alter, weißt du, wie gruselig das sein muss, wenn du so hinter dich guckst auf einmal. Kommt der nicht die Treppe runter? Guck mal, der hat sogar Angst, wenn er auf ihn drauf zielt. Komm, ich los jetzt noch weg. Ja. Halt dich fern von Claire. Hier unten ist nix. Oh. Schadenstufe 2 habe ich. Oh. Ich mach mal auf die Schrot. Nee, auf die. Warum? Ich wollte auf die andere. Also Schnellschuss. Der war noch Pass. Egal. Ja, das brauchst du nicht zerstören. Oder echt? Na egal. Warte, das wird sogar markiert. Die Batterie. Ja, es wird da markiert. Von der anderen Seite verschlossen. Wir haben ein Problem. Claire, das Licht brennt in dem einen Haus. Ja. Warte, hier kann ich rüberspringen. Aha. Ich brauche deine Hilfe, ehrlich gesagt. Ja, und dann kannst du da drinnen die Tür aufschließen. Außer da drin sind Zombies. Ja, Zombies eher weniger, aber. Ja. Nein. Da war doch gerade die Tür. Okay, es hat gespeichert. Welche Tür? Blau oder rot? Die rote. Oh, wieder so ein großer, der letztes Mal rumgetanzt hat. Oh. Bluten, wenn sie von einem kräftigen Schlag drauf gelangen. Während sie bluten, können sie nicht rennen. Nehmen dafür den. Benutzen sie. Ich weiß nicht mehr, ob ich verwandtes Zeug habe. Ich habe. Scheiße. Ich glaube aber, Kraut bringt nicht mal was, oder? Nein. Moment mal, ich muss gerade mal gucken. Ah, noch habe ich. Ich habe noch zwei Verbandszeuge jetzt. Aber ich hab's noch. Ja. Ruin der Geplagten. Oh, leere Flasche nur. Hier ist die Batterie, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Nein, nicht die. Leg die leere Flasche wieder ab. Ich muss kombinieren. Mit was? Ah. Kannst du es theoretisch mir geben? Ja, gib mir. Oder warte. So. Nee, okay, dann behaltst du. Ich meine, das ist ja auch gut. Das ist übrigens L1, dann mit R2 dann werfen. Warte. Ja, ich wusste es. Ich hab L1 zum Zielen und dann R2 zum Werfen. Ist gar nicht mal schlecht, ob das du auch hast. Guck mal bei meiner Kamera, wie das aussieht. Der läuft einfach gegen eine Wand. Okay. Sehr gut. Hä? Ach, das sind zwei Schlösser jetzt. Gibt's ja auch.
wie bei Skyrim, wo da auch was versucht hat aufzuschließen, nur dass das ja leichter ist. Ja, da hat er was mit dem zu tun. Ja, fuck. Aber auch eher fein. Was? Ja, du musst jetzt alle wieder. Nee, nur das zweite. Nee, es ist eher Feingefühl. Aber du musst ja nur das zweite jetzt machen, das ist ja nicht das erste nochmal. Ja, hab ich gesehen. So. Sehr schwierig. Ja, na klar. Okay. Sehr gut. Und ein Rucksack, das ist mehr Platz. Aber nur für dich, ja. Ja. Aber das ist auch gut, warte. Also, ja, jetzt hast du mehr. Jetzt haben wir gleich hier. Aber guck mal. Ich habe da noch mal eine Linie. Ich glaube, ich kann auch noch einen Rucksack für mich finden. Dann habe ich 3 Reihen. Okay. Kann, glaube ich mal. Ja, dann kannst du, ist auch geil jetzt. Weil da hattest sowieso immer weniger Platz. Das hätte ich auch sowieso dir gegeben. Ja, nimm mal das rote Kraut noch. Hey, wo? Hast du hier das rote Kraut? Ah, ja. Warte, dann... Grün und rot. Kombinieren. Jetzt hast du einfach 7 Kräuter. Kannst du mir mal das eine noch geben? Ich bin halt packe ich es wirklich. So. Aber ich denke, jetzt kommen wieder ein paar Zombies. Naja. Oder Monster. Zombies sind sehr wenige. Parasiten, weil die haben nämlich so Waffen. Parasiten hatten immer so welche. Ja, Zombies hat auch ein paar mal Waffen. Ja, doch schon. Aber ich habe auch. Hast du auch so Energie? Ja, ja. Das ist Ausdauer, aber wo kann man das sehen? Okay, irgendwie warte, du hast das eine und ich habe das andere. Nein, hey! Jetzt setz da ein, bevor das noch wird. Sollte alles sein, was du brauchst. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Du Arschloch! Das schießt mit meiner Taschenlampe. Ach, du heilige Scheiße. Wir müssen wieder zurück. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Oh, die blöde Kuh. Ich versuch, den Helix schneller zu reparieren. Schalten Sie die Sirene aus. Verstanden, wir übernehmen das. Geh weg davon, geh weg. Der hat so einen richtig starken Schlag. Ich muss rein. Ja, gut, gut, gut. Hoch. Kann nicht abgeschüttelt werden. Den Knopf. Oder? Claire, geh weg! Ich kann nur du das machen. Ein Hebel umlegen. Oh, Pedro. Wahrscheinlich müssen wir jetzt durch die Fenster verteidigen. Echt. Hast recht, ja. Warte, da kannst du doch gerade hier. Alles ah, Schrotflintmunition. Nicht auf die Trauschen. Einfach mit dem Messer und du mit deiner deinem Brecheisen, weil darauf zu schießen wäre ein bisschen unnötig jetzt schon. Ich weiß, wenn sie drin sind halt. Und die sind auf dem Dach, oder? Ey, was macht der denn? Der schießt einfach. Warte, okay, du hast den, da kommt. Ja, genau, ich wusste, es sind immer zwei. Boah, das sind jetzt voll viele. Weil man schon alleine das Spiel durchzuspielen, das ist schon schwierig. Ja. Aber da kann man sich ja nicht wirklich absprechen. Dann man macht ja eine, der kommt. Oder seine Fenster ist auch. Alles gemerkt. Boah, ja, Mann. Erstech ihn. Nee, er ist schon tot. Okay. Ey, hier sind 3. Oh, wow, mein Fenster ist eingekracht. Nicht zu früh sagen.
wie das aussieht. Oh fuck. Dreht die. Hinter uns. Ja. Hinter dir. Und der sitzt nur da. Ey, hier leuchtet übrigens was. Jetzt ist Virus bei ihm. Nein, nein, nein. Doch. Ach, wenn man Angst hat, verwandelt man sich. Ja, der aber, das war der vorher mit seinem Bohrer. Jetzt dann. Wir müssen ihn töten. Warte, Achtung! Ach, das war die falsche Flasche. Verdammt, ich hatte ja. Das war nur die Lockflasche da. Oh was, es kommt das andere. Und ich bin wieder am Bluten. Ja, halt dich schnell. Das sind noch andere Zombies. Ja, ich merk's gerade. Ich kümmere mich um den. Ich kümmere mich um den hier. Weil ich glaube, dein Brecheisen ist nicht so gut gegen den und seine Scheiße da. Ich komme. Renn da schnell weg, der kommt. Lauf weg. Ja. Oh, wieso werde ich denn immer getroffen? Ich habe jetzt gar kein Verbandszeug mehr. Aua. Der ist einfach abgehauen. Wir können jetzt raus. Wir können jetzt raus aus dem Gebäude. Das hat er nämlich gerade auf. Ja. Ich saß mit diesen Zombies immer. Ja, genau darum. Komm schon. Was? Das sind definitiv keine Zombies. Folgt mir! Die klettern ja nicht mal die Leiter hoch. Also Verbandszeug wird jetzt auf jeden Fall richtig wichtig. Ja, yeah, lauf weiter! Also der Typ dort. Ja. Du machst einfach manchmal nicht. Warum läuft das so langsam? Hab ich hier runter müssen. Ich gehe hinten rum und öffne die Tür. Wartet da. Oh, ja, wahrscheinlich kommen hier jetzt gleich Monster. Also mach dich bereit. Schließen auf. Jetzt kamen sie. Wird das helfen? Das hoffe ich. Warte, Neil. Was ist mit Gabe? Hast du es eingesammelt? Ich du hast weiß, es eingesammelt. Nö, ich hatte davor schon 6. Mach dir keine Sorgen. Hast du eingesammelt? Mhm. Ich hab, als dritte Kraut hab ich benutzt und dann hatte ich nur noch 6. Hier durch, hilf mir mal! Mal gucken, er hat Rages genommen. Wir haben leider den Bohrer von dem einen nicht mehr. Aber ja, das geht auch so. Wir sind so das Rutschen von mir geworden. Ja. Du auch! Es wäre aber auch sicher da. Weil so können nicht so einfach die Zombies rein. Auch hier wird drauf leuchten. Also ich schaue noch Glitzer. Ja, dann halt. Ja, aber hier brauche ich jetzt keine Taschenlampe, aber guck mal, wie dunkel das ist. Oh Gott, der steht da ja schon. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Sehr gut. Stadt? Ja. Aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer? Hast du es genommen? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, das
sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ja, Moira. Ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben der Satz? BSA, ist der echt Sir? Bei der BSAA, Barry? Ich wusste das gar nicht. Hier leuchtet was. Hab ich gesehen, dass es leuchtet. Weil haben wir eigentlich nie wieder gesehen. Also von ersten bis zu Revelations 2. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Genau, das Turmding. Die Seherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Neil. Gehen Sie zum Turm. Was Angst haben, haben mich ja ganz so Chancen zu sterben. Ja. Ja, auf jeden Fall würde ich erste Sekunde sterben. Oder halt Zombie werden. Naja, ist ja nicht die ernste Infektion. Für Moira eigentlich schon, ne? Also ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass Moira jemals in einem anderen Spiel schon mal vorkam. Was ist eigentlich das Köder? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, damit kann man die Zombies weglocken. Ja, das habe ich auch versehen auf den einen eingesetzt. Ich wollte eigentlich meine Brand. Aber ich habe. Sollen noch ruhig mehr Zombies kommen. Theoretisch könnte ich noch eins machen. Hunde. Ich bin dann im Nachteil. Bei Hunden? Ja. Mit einem Schuss sind die tot. Achso, ja, stimmt, du hast ja keine Waffe. Ja. Aber mit einem Schuss gehen die down, das ist ja easy eigentlich. Au, Alter, die machen aber echt viel Schaden. Komm her, Hundi. Pass auf. Hier ist eine Tür. Weißt du, halt so ein großes... Ja, da bist du. Du musst dich wahrscheinlich schon währenddessen beschützen. Ja, ich heile mich erstmal. Wie macht man eigentlich Verbandszeug? Inventar. Moment, Stoff und was noch? Vielleicht Kraut. Kraut. Ja, weil das wird nämlich echt verdammt wichtig, wenn man jetzt schon so bluten kann. Weil das tötet einen wahrscheinlich dann auch später. Oder Kraut und stinken und das stinkte Chemikalie vielleicht. Warte, ich kann mal selber gerade nachgucken, kombinieren. Verbandsmittel, Stoff und grünes Kraut, das reicht, ja. Warte, ich schau hier um. Da sind sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Wozu hat die Aufseherin eine ganze Insel in einem hier drinne. Was auch immer verwandelt? Angenommen, sie war's. Kann man euch rauslassen? Wir können die beiden töten. Wenig Hoffnung. Der eine Kopf ist gegen die Wand. Ja, der hat es nicht mal bemerkt. Was, schieß mal auf den? Ihr möchtet alle töten. Okay. Tötet anscheinend nicht. Das ist dem scheißegal. So, passt. Oh, da kommen die jetzt doch schon. Ja. Heilung! Ach, ich komme aber auch hoch zu dir. Okay, gut. Der Mann kann ruhig dort unten bleiben. Theoretisch das. Nee, der stirbt jetzt. Ich komme später nach. Macht, dass ihr zum Turm kommt. Kommt schon, ihr Freaks. Packt mich, wenn ihr könnt. Der wiegt wahrscheinlich zu viel und sagt so: Nein, ich will nicht beleidigt werden. Boah, Alter, was war das jetzt gerade? Ich hab Position gewechselt. Ja. Alkohol. Ja, das ist für diese, was nee, war's? Das ist für mich. Er ist für Brand. Hast du noch eine leere Flasche? Ich hab die ganze Zeit gewartet. Damit ich hier nicht, ich wollte nicht in einer kombiniert das Stinkendes machen. Ja, das ist eine Brandflasche. Aber ich wollte das trinken. Na, Spaß. Trinken. Ach so, okay. Gern, Moira. Zu jung. Das ich.
Russisch? Ja, das ist Russisch. Ja, viel Spaß zum Verstehen. Ey, da liegt irgendein Schrot. Und da ist so ein Ding. Und ach so, hier ist direkt einer auch. Ja, würdest du mir mal die anleuchten? Okay, jetzt warte, jetzt töte ihn. Der liegt am Boden. Da drin ist so einer mit dem Hammer. Kann ich das nicht? Jetzt, gehen? Hallo, jetzt geh doch mal weg von der scheiß Schrotflinte. Ja, die hängt da fest, die müssen wir wahrscheinlich wegbekommen. Hier läuft so ein großer Gegner rum. Habe ich nicht gemerkt. Leuchten bringt bei dem nichts. Ja, nee, aber du sollst davon weggehen, weil der hat nämlich so einen harten Schlag und dann blutest du. Ich weiß schon, dass da Leuchten nichts bringt, ist mir schon klar. Jetzt kommen wir wahrscheinlich an die Schrotflinte ran. Ich hoffe, ich bekomme die. Die will doch keine Schusswaffen. Trotzdem. Nein, ist doch in Ordnung. Ich möchte mich auch richtig verteidigen können. Warte, möchte ich versuchen? Nee, die gehört mir, Alter. Dann hole ich jeden mit die Waffe. Was machst du da jetzt überhaupt? Eine Waffe rollen. Jetzt. Das ist so verdammt lustig, Alter. Jetzt hör auf damit. Hast du eigentlich noch Brandgranaten? Brandgranaten? Nee, Nee. Aber weiter geht's im nächsten Part von Resident Evil Revelations 2. Und ciao. Ciao.